schön alles am Abtrocknen und die Sonne, die scheint schön rein. Also willkommen bei den Suchhins zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, in dieser Woche haben wir mit der Regenentwässerung angefangen und ja, ich zeige euch das mal ein bisschen kurz und erkläre euch das so, wie wir das alles machen, weil wir das ja wieder alles selber machen und ja, dazu wie immer ein paar Erklärungen und ein paar Tipps und ja, ich freue mich, wenn ihr weiterhin dran bleibt und bis dann. Ach ja, noch was vergessen. Und ich gehe noch auf die Badplanung drauf ein. Mich haben ja schon mehrere Leute gefragt, was man so dabei beachten sollte oder worauf man vielleicht achten sollte, was man vielleicht besser machen kann. Dazu ja, mehr in dem Video dann. So Leute, wie versprochen aus dem letzten Video, hier die Idee zu einem schnellen Gästebuch oder sowas. Ähnliches in der Art wie ein Gästebuch. Das hatte ich jetzt zum Beispiel ja, bei Pinterest gefunden. Einfach ja, die Dinge aufschreiben, die man halt haben möchte. Und dann kann man hier Wünsche und ja, Komplimente draufschreiben. Das hatte ich dann so schnell gebastelt. Ja, und ansonsten bin ich hier das ganze Chaos am Aufräumen. Das war übrigens die Deko, falls es jemand interessiert. Aus ganz einfachen Hipgläschen habe ich ja, so ein bisschen bayerischen Hauch gemacht. An Gläschen einfach so Bänder geholt und so ein Brezel dran gemacht. Und hier das habe ich auch einfach aus einem Papier. Also ich habe so eine komplette Rolle, ich glaube 10 Meter oder so, mit so einem bayerischen Muster bestellt und daraus habe ich dann die Fotoecke gemacht und ja, halt dann so eine 30 ausgeschnitten, auch damit beklebt und halt hier für die Deko auch für die Gläschen halt so verwendet. Und die anderen, die und dann standen immer zwei Gläschen nebeneinander und die anderen waren befüllt mit so diesen Wasserkügelchen, so blauen und halt einer frischen Blume und das war's. Ja, das ist noch Zeug von der Fotoecke. Und hier das auch. Das hatte ich auch bei eBay bestellt gehabt. Das Chaos ist sowieso immer zu sehen auf den ganzen Bildern auch. Hey Leute! Heute mal direkt von der Baustelle und mit der neuen Kamera. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ich bin voll happy und ja, es wurden gerade eben, oder beziehungsweise der Anton hat die KG-Rohre angeliefert. Ich filme voll gegen die Sonne, das ist doof. Der Anton hat gerade eben die KG-Rohre ja, und es wird dann jetzt die ganze Regenentwässerung gemacht um das Haus herum und die ganzen Hausanschlüsse sind jetzt als nächstes dran, weil jetzt ist sowieso ja der Esstisch am Trocknen und wir können innen jetzt auch nicht so viel machen momentan, weil wir das jetzt einfach mal alles ein bisschen ruhen lassen wollen. In 2 Wochen, denke ich mal, wird dann ja, irgendwann die Heizung eingeschaltet. Die wurde auch schon soweit vorbereitet, installiert. Wir haben die auch schon einmal kurz eingeschaltet, aber hochgefahren wird sie dann, denke ich mal, so in 2 Wochen, wenn der Esstisch mal soweit ist. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz und ja, und es ist so schön im Haus zu sehen, wie das jetzt momentan am Abtrocknen ist. Ja, viel Spaß! So, da sind die KG-Rohre. Wir haben die vorher ausgerechnet mit Anton. Und zwar haben wir da einfach, also die werden hier so verlegt. Also da, wo der schwarze Anstrich gemacht worden ist, das ist diese Dichtschlemme, Dickbeschichtung, Bitumen, wie auch immer, was gegen die Feuchtigkeit ist. Und so hoch wird das auch nochmal mit der Erde dann quasi verfüllt. Also wir müssen, das ist noch so ein Weg hier, der, sag ich jetzt mal, ja, zugeschüttet werden muss. Deswegen wird dann hier so rum die Entwässerung gelegt, also so wie das auch hier schon gezeigt ist. Mit diesen Bögen. das sind immer 30 Grad, die dann im Endeffekt 90 ergeben und dann 2 Meter Stücke, 1 Meter Stücke, wir haben es dann passend ausgerechnet. Dazu haben wir einfach einen Entwässerungsplan genommen. Das sind alles 2 Meter Stücke, weil wir ums Haus ja komplett von der anderen Seite auch noch drum herum gehen müssen. Ja, und das sind die verschiedenen 30 Grad Bögen und dann noch so kleinere Teile. Und da vorne gibt es irgendwo noch einen Abzweig, zeige ich euch auch, wie das ausschaut. Ja, wie wir das ausgerechnet haben, genau. Da haben wir uns einfach den Entwässerungsplan genommen, der ja im Bauantrag zum Beispiel mit drin ist. Das ist zum Beispiel so ein Abzweig mit 45 Grad. Der wird dann hier dran gemacht und dann geht da oben, kommt dann ein Fallrohr runter, wird dann hier angeschlossen. Und dann muss natürlich nach oben hin auch noch so 30 Grad Winkel gemacht werden. Ja, hier wurde auch schon ein bisschen gegraben. Für die Leitungen. Ja, das sind noch einige Vorbereitungen dafür. Dafür muss natürlich auch der Kran weg. Der wird dann bald irgendwann weg sein.
So, jetzt nochmal, wie wir das ausgerechnet haben. Also dafür haben wir den Entwässerungsplan genommen aus dem Bauantrag, beziehungsweise wir hatten den auch in den Ausführungszeichnungen schon komplett eingezeichnet. Da haben wir einfach dann die Maße rausgezogen. Also ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt hier die Wand, ich weiß jetzt nicht, sind 8 Meter noch was. Und dann haben wir das entsprechend geteilt, dass 2 Meter Stücke angeschlossen werden. Und also 2 Meter plus 2 Meter plus 2 Meter und dann zum Beispiel noch 1 Meter Stück und dann kommt schon die Kurve in dem Sinne, die drei Bögen, 3x30er Bögen und dann wieder das Ganze weiter. Also es ist eigentlich ganz easy, man muss da nur einmal sich kurz reindenken und ja, und überall, wo ein Fallrohr nach oben führt, da muss dann auch entsprechend ein Abzweig für gemacht werden und auch nochmal 3x30er Bögen hoch. Wenn das mal dann gemacht wird, dann zeige ich euch das auch mal, dann kann man sich das vielleicht eher auch vorstellen, als wenn ich das jetzt euch da so zuquatsche. So schaut das Ganze hier innen drin aus. Schön alles am Abtrocknen und die Sonne, die scheint sich schön rein. Also hier werde ich ja meine Küche haben, beziehungsweise die Insel stehen. Da wird hier schön die Sonne reinscheinen und da oben oder da hinten der Blick auf die Terrasse. Ja, ich habe festgestellt, ich glaube, ich filme immer ein bisschen zu schnell, also beziehungsweise mit der Kamera. Ich versuche das mal langsamer zu machen, damit ihr das auch immer richtig seht. Ja, dann zeige ich euch nochmal kurz die Räume und erkläre auch ein paar nochmal die Quadratmetern, weil es vielleicht nicht im Programm so ganz ersichtlich war, weil ich da auch ein bisschen gewackelt habe. Ja, das, wie gesagt, sind 70 Quadratmeter, hatte ich ja euch schon erwähnt. Hier haben wir irgendwie eine Macke reinbekommen, ich weiß nicht, durch was, muss ich gleich noch fragen. Hier steht Antons Fahrrad, weil der dann mit auf die Baustelle schnell mal düst. Ja, hier ist alles schon wunderbar am Abtrocknen, der Estrich. Man sieht das ja auch hier zum Beispiel in den Lecken wunderbar, wie das ja, am Abtrocknen ist. Und auch oben. Ja, irgendwann denke ich mal nach 6 Wochen sollte es, zum Beispiel da hinten ist noch ziemlich feucht. Irgendwann nach 6 Wochen sollte es ja, denke ich mal, trocken sein oder wenigstens ansatzweise. Ja, das Gäste-WC kennt ihr ja alles schon. Ja, ich gehe mal gerade schnell hoch. Ja, und hier seht ihr auch schon, wie der Estrich abtrocknet, diese nassen Stellen. Ja, das Geländer. Wir haben hier so eine Abkantung gemacht, weil wir ein Glasgeländer wollten. Das Glasgeländer sollte aber unter, also mit so einer, das ist dann so eine Schiene und die hat dann nochmal so ein Profil für unten drunter, also damit das hier so reingesetzt wird. Und darauf kommt dann der Estrich und der Bodenbelag, die ganze Dämmung und so weiter und so fort. Ja, dazu haben wir uns irgendwie zu spät gekümmert, weil wir dachten die ganze Zeit, oder ich habe gedacht, das kommt auf den Estrich drauf, also so hier hin das Geländer, aber dann haben wir Angst gehabt wegen der Stabilität, ob das so genauso gut halten wird. Und deswegen haben wir diese Aussparung gelassen. Ich habe das dann bei vielen so, auch bei Instagram, bei verschiedenen Baublogs auch gesehen. Da haben halt auch mehr oder ein paar Leute das so ausgelassen. Ja, haben dann diese Aussparung gelassen. Da kommt dann dieses Profil für das Geländer drauf, was wir jetzt bestellen werden. Und dann machen wir hier noch so einen Schnellestrich rein, also in dieses Stück und dann dieses. Und dann kommt ja der Bodenbelag drüber und dann passt das, denke ich mal, schon so. Ja, hier hat sich jetzt nicht viel getan. Die Dusche, die habe ich euch noch nicht gezeigt gehabt. Da wollten wir noch eine Nische hier reinmachen, aber Anton hat schon fast alles zugemacht. Ich wollte noch hier drin so eine Nische haben, habt ihr bestimmt auch schon mal öfters mal gesehen, damit man da so schön die Shampoos und so weiter alles reinstellen kann. Das heißt, die Platte wird nochmal aufgemacht und dann mache ich hier noch, ich weiß nicht, 30 hoch und ich weiß nicht, wie breit, muss ich schon mal überlegen, damit hier keine komischen Regale hängen, wo man was abstellen muss. Ja, und sonst sind wir hier fleißig am Stoßlüften. Ja, so oft wie es halt geht. Ja. So, dann hatten mich noch ein paar Leute wegen der Badplanung gefragt. Ja, dazu kann ich euch eigentlich nicht viel zu erzählen, aber wir haben uns eigentlich keine großen Gedanken drum gemacht, wenn ich ehrlich bin, sondern der Architekt hat es einfach schon so vorgeplant und für uns war nur klar, wir haben hier ein paar Eckangaben gemacht und der hat dann daraus dieses Badezimmer gemacht. Also wir wollten 2 Zugänge haben, das spricht vom Schlafzimmer und vom Flur aus, weil wir halt keine 2 Badezimmer machen wollten. Ich wollte nicht so viel putzen, auf gut Deutsch gesagt, weil mit 3 Bädern im Haus, dann bin ich ja nur am Putzen, was ich sowieso schon bin, aber ja. Und deswegen hatten wir uns dann entschieden, einfach nur
ja, zwei Bäder zu machen, aber mit zwei Zugängen. Das heißt, wir können vom Schlafzimmer direkt hier rüber und halt die Kinder können ganz normal über den Flur oder auch andere Leute, wie auch immer halt, ne? So, dann haben wir hier hinter mir diese T-Lösung, also sprich Dusche und WC gegen, ja, Wand zu Wand in dem Sinne. Und hier die Wand wird einfach nur gestrichen, diese Wand hier. Ja, ansonsten haben wir eine Wanne. Die hatte ich ja schon erwähnt, die stellen wir auf den Rohbeton, damit die nicht allzu hoch ist. Man kann es auch auf den Esstisch stellen, aber das ist ein bisschen zu hoch, finde ich, zum Einsteigen. Und dann haben wir hier angeschlossen an die Badewanne. Die Badewanne wird 1,80 m x 80 sein. Da sind auch so verschiedene Meinungen halt, ne? Klar, Eckbadewanne und so ist auch schön, aber wir baden einfach persönlich zu wenig. Jeder muss da selber wissen bei der Badplanung, wer welche Vorlieben hat für irgendwas, sag ich jetzt mal. Wir sind eher so die Duschleute, deswegen haben wir eine große Dusche uns ausgewählt, mit Regendusche und so weiter und so fort, wollten wir dann haben. Und Badewanne haben wir 1,80 m x 80 genommen, man kann auch 1,70 m nehmen, ja, muss man jetzt selber wissen, wie groß man ist. Wir sind jetzt beide, jetzt nicht so klein, aber nicht so groß auch, also deswegen haben wir uns einfach für die Mitte entschieden. Das wird mit zwei Rückenlehnen sein, das heißt, und Mittelablauf, das heißt, man kann in der Mitte, es gibt keinen, der sich streitet, wer beim Stöpsel sitzt, sagen wir es mal so. Und beide Seiten können sich dann quasi hinlegen. Und an die Badewanne wird dann abgemauert, angeschlossen, das Loch da hinten, das ist der Wäscheschacht. Da wird dann die Wäsche reingeschmissen, also das wird dann alles in einem verkoffert und zugemacht. Mal gucken, wie das funktionieren wird, wie das klappen wird. Und dann haben wir hier die Vormauerung mit dem Waschtisch. Wir wollten 1,30 Meter Waschtisch haben, so haben wir es jedenfalls hier ausgemessen, mit nur einem Wasserhahn. Man kann ja auch zwei Wasserhähne machen, aber wir wollten nur eins oder beziehungsweise zwei Waschbecken. Aber für uns finde ich das eher unpraktisch, weil wir entweder getrennt gehen oder wenn wir zusammen Zähne putzen, dann können wir auch ein Waschbecken benutzen. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehe damit da keinen irgendwie Sinn für uns. Deswegen haben wir nur einen genommen, 1,30 Meter mit, ich weiß nicht, halt hier so eine Schale und dann noch Ablagefläche. Und das wird dann alles verkoffert noch komplett mit diesen Regipsplatten mit den grünen. Und da drin kommt dann noch ein Spiegelschrank, der in der Wand eingelassen ist, so dass wenn man reinkommt, der quasi mit der Wand bündig ist, aber der dahinter, oder beziehungsweise wir können den aufmachen und da rein haben wir noch Stauraum, was ich wichtig finde. Ja, weil diese Schubkästen, die man bei den Waschtischen immer hat, ja, das ist, ja, ich weiß nicht, da ganze Zahnputzzeug immer abzustellen oder abzulegen, weil du kannst es nicht hinstellen, finde ich total unpraktisch, deswegen so ein Spiegelschrank, der aber halt bündig ist, weil sonst sieht das nicht, auch nicht mehr so schön aus oder nicht mehr so modern zu dem, passend zu dem Haus, ne? Ja, dann halt hier ganz normale Toilette, muss nicht viel zu sagen. Da gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten bei den Toiletten, genau. Spülrandlose zum Beispiel zu holen, das sind so diese neuen Varianten, da ist dann halt kein Spülrand, das heißt, ihr habt weniger zu putzen, da bleibt halt nichts hängen. So einen haben wir ausgewählt von V&B, also wieder Ron Boch. Und die Drückerplatten, die hatten wir eine ausgewählt von TC. TC Now, glaube ich mal, heißt die. Die werde ich aber sowieso alle Objekte und alle Sachen, die Details dazu noch einblenden, wenn dann soweit ist und wenn wir die ganze Ware auch bekommen, wenn ich das alles bestellt habe. Ja, und hinten, wie gesagt, die Dusche. Das ist hier alles Unterputz. Das heißt also, man wird nur noch den Hebel sehen. Und oben kommt dann von Wandanschluss die Regendusche. Hier unten haben wir, genau, hier haben wir eine Regendusche, unten haben wir eine ganz normale Dusche genommen. Ja, die Gäste brauchen keine Regendusche. Nein. Aber ja, wir wollten eher eine haben, für unten reicht auch so eine normale. Ja, und dann sind wir auch schon wieder hier in der Galerie. Ich hoffe, ich habe zum Bad alles gesagt. Oh, es ist wenig Licht. Ich hoffe, ich habe zum Bad alles gesagt. Wenn mir noch was einfällt, werde ich zwischendurch noch was draufschwätzen. Und ja, ich denke mal, für heute ist dann Schluss. Meine Kleine will schon schlafen. Wir gehen jetzt nach Hause und ja. Ich verabschiede mich auch direkt in einem bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche nehme ich euch wieder mit. Ich bin dann mit auf der Baustelle wieder, weil jetzt ist die Haupttrocknungsphase vorbei. Und wir dürfen wieder alle mit anpacken. Ich denke mal, es werden jetzt die ganzen Kleinkram-Sachen erledigt. Also die ganzen Steckdosen müssen aus dem Putz ausgeklopft werden. Und
ja, es muss auch mal aufgeräumt werden auf der Baustelle draußen, da sieht es immer aus, ey. Ja, ansonsten so Fensterfolien müssen abgemacht werden und ja, dies, das, überall Kleinigkeiten, Verkofferungen werden jetzt gemacht. Mein Mann macht hier noch die abgehangenen Decken im Wohnzimmer und in der Küche. Und dann hoffentlich bald können wir dann anfangen zu streichen, weil wir wollen dann auch schon den ersten Voranstrich bald machen. Was heißt Voranstrich? Also den ersten Anstrich machen. Ja, weil wir müssen ja, denke ich mal, ein paar Mal streichen, bis es alles dann zu ist und perfekt ausschaut. Also ich wünsche euch was und bis zur nächsten Woche. Tschüss!